Der Unfall von gestern ist der 21., der in den letzten 4 Jahren im Fäsestaubtunnel passiert ist. Der 2. von diesem Monat. Vor 1,5 Wochen stirbt eine 44-jährige Frau im Tunnel. Eine mögliche Ursache für den Unfall: die Scheibe vom Auto beschlägt bei der Einfahrt ins Tunnel und raubt dem Fahrer die nötige Sicht und Konzentration. Damit soll jetzt Schluss sein. Der FDP-Politiker Marcel Sonderegger meidet das Tunnel, wenn es nur geht. Es sei eine Gefahr. Jetzt fordert er Massnahmen, die schnell greifen. Um zu verhindern, dass die Scheibe beschlägt von außen und man dann nicht weiss, wie man den Beschlag wegbringt, könnte man vor dem Tunneleingang ein Warnschild hinmachen, wo noch wo ein bisschen blinkt, wo dann einfach drauf steht, Scheibenwischer einschalten. Das Einzige, was die Polizei machen könnte, sei die Präventionsarbeit. Der Chef der Verkehrspolizei glaubt nicht, dass Marcel Sonderegger seine Idee helfen würde. Ein Schild anmachen an einem Tunnelportal, wenn man mal überlegen, wie viele Sprachen müsste man das anschreiben, dass die Leute den Scheibenwischer laufen lassen, wenn sie einfahren. Oder den Abstand einhalten. Das lernt man in der Fahrschule. Und man weiss es, aber man macht es halt nicht. Wie man noch telefoniert während dem Fahren, was auch verboten ist. Der Präsident des TCS Schaffhausen sieht auch die Automobilisten in der Verantwortung. Aber so ein Haufen Unfälle wie im Fäsestaubtunnel sind schon alarmierend. Das Astra muss jetzt eine Lösung finden. Das Problem, dass die Scheibe beschlägt, sei schliesslich nichts Neues. Brillenträger wissen das, wenn sie in einer warmen Stube sitzen und nachher dann in so einer Erweiterung rausgehen, dann haben sie plötzlich blinde Augenscheiben. Auch der Kanton Schaffhausen sieht den Handlungsbedarf. Er pocht auf ein Gespräch mit dem Astra. Recherchen von Teletop decken auf, dass diese Woche ein Termin vereinbart worden ist. Wichtig ist, dass wir in Kontakt sind miteinander, das Astra und der Kanton Schaffhausen, und wir miteinander jetzt gefunden haben, es macht Sinn, wenn wir im Laufe der nächsten Tage die Situation jetzt mal miteinander besprechen und auch prüfen, ob da irgendwelche Massnahmen können und müssen ergriffen werden. Der Regierungspräsident hofft, dass die Unfallserie bald ein Ende nimmt. Die Verunsicherung in der Schaffhauser Bevölkerung sei spürbar.